So, hallo aus Berlin. Wir sind am Sony Center am Potsdamer Platz und wir, das sind wir. Yay! Hi. Schaut, wen ich gefunden habe. Yeah. Genau. Wir sind hier heute für euch unterwegs. Ich bin am Stand von der Blood Sugar Lounge. Du bist. Ich laufe einfach um, bin das erste Mal als Teilnehmerin da und nicht als Referentin oder so. Okay. Deswegen ist das für mich mal was ganz Neues. Ja, cool. Genau. Und dann würde ich sagen, kommt einfach mal mit und wir zeigen euch, was hier so los ist. Riesenprogramm haben wir vorbereitet. Und das ist auch dringend nötig. 11 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits an Diabetes erkrankt. Jede Minute kommt ein weiterer hinzu. Also eine Wahnsinnszahl. Höchste Zeit also, Diabetes noch mehr in die Öffentlichkeit zurück. Und das werden wir heute lautstark machen. So, ich werde mich jetzt mal über den Platz hier bewegen und euch mal ein bisschen mitnehmen und gucken, was es so gibt. Es sind über 40 Aussteller hier. Und ja, schauen wir mal. Was machen, alles Mögliche. Es sind auch wirklich alle großen Firmen vertreten, die man so kennt und auch ganz viele neue Firmen, zumindest für mich neue Firmen. Und zum Beispiel hier sind wir am Stand von Novo Nordisk. Da könnt ihr gegen einen Profi-Radfahrer aus dem Team Novo Nordisk Rad fahren. Vielleicht mache ich das später noch, es ist nämlich wirklich richtig, richtig kalt. Ansonsten ist es auf solchen Events natürlich immer schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich freue mich immer, wenn jemand vorbeikommt. Und da ist Steffi, die mega Bock hat, in meinem Video mitzumachen. Unbedingt, unbedingt. Und ihr Freund, hi. Hey. Cool. Na, 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 na. Und ihr jetzt, come on, alle schön laut singen. Habt Spaß im Leben. Rudel singen hier heute. Für euch, kommt alle bei und wir singen zusammen. Das ist das Rudelsingen. Lena, erzähl uns, was du da gerade auf dem Kopf hast und was du machst. Das ist eine VR-Brille und ich sehe gerade das Diabetes Barcamp in Nürnberg. Und vor mir steht der Hanno und der redet, was sein Barcamp ist. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Da ist Lisa. Da sitzt die Ramona. Ja, sehr schön. Wir hoffen natürlich, ihr wart auch bei uns am Stand und habt das ausprobiert. Also, wer auch mal so schöne Dinge tun will, sollte uns dringend mal besuchen. Aber auf jeden Fall. Sehr schön. Vorbei und guckt mal diese VR-Brille an. Genau. Dankeschön. Schon einige Stunden später. Wir haben viel gesehen heute, oder? Ja. Ja, und wir sind sehr durchgefroren. Ja, wir sind wirklich extrem tief gefroren mittlerweile. Aber es war viel los auf der Eventbühne und auch der Family Fun Run und so weiter. Ja. Genau. Jetzt ist hier gerade noch Antje und lässt ihr Buch signieren. Nein, sie lässt nicht ihr Buch signieren. Sie signiert ihr Buch natürlich. Und ja, um 17 Uhr oder so gibt es hier noch eine kleine Aktion, die wir euch auch zeigen. Das wird schön.